Hallo zusammen, willkommen bei Marcel. Heute kochen wir mal Hähnchenbrust mit Penne in Tomatensauce. Wir haben natürlich alles schon vorbereitet, wie Penne, Sahne, Gemüsebrühe. Parmesan, den macht man normalerweise drin in der Maschine. Vielleicht zerkleinert man den, haben wir aber schon fertig gekauft. Schinkenwürfel, Hähnchenbrustfilet, Zwiebel, Knoblauch, Cocktailtomaten, Tomatenmark und Zucker, Salz und Pfeffer. Wenn es interessiert, bleibt einfach dran. So, wir fangen einfach mal an. Also beginnen, sprich 50 Gramm Parmesan in den Mixbehälter geben. Dadurch, dass wir den Parmesan schon da haben, schon fertig haben, überspringen wir den Schritt einfach und gehen direkt in den nächsten Schritt. Parmesan umfüllen, so eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe schälen, Zwiebel halbieren, beides in den Mixbehälter geben. Gehen einfach rein. Und jetzt wird es mal ein bisschen laut, weil der zerkleinert jetzt die Zwiebeln mit dem Mixbehälter. Achtung! Fertig. Mit dem Spachtel nach unten schieben. So, das ist immer eine blöde Angelegenheit, weil, wie ihr seht, kommt der ganze Duft euch jetzt entgegen. Das ist nie so schön. Brennt immer so schön in den Augen. So, Hähnchenbrustfilet haben wir ja schon abgewogen und geschnitten. Haben wir auch schon gewaschen, sprich, gewaschen. Gewaschen. Trocken getupft und in 3 cm Stücke geschnitten. 50 Gramm Specklöffel dazugeben. Die haben wir ja auch schon fertig hier. Die geben wir einfach mit rein jetzt. Drei Esslöffel Olivenöl haben wir auch schon hier in der Tasse. Ich gebe ihn einfach mit rein. Wie ihr seht, das ist jetzt eine Pampe. So, den Messbecher aus dem Deckel entfernen. Und jetzt Bretter praktisch an in 5 Minuten. Also sehen wir uns gleich wieder. So, wie ihr seht, es dampft. Nach 5 Sekunden ist der Vorgang schon beendet. So, gehen wir auf den nächsten direkt. So, Champignons, steht es drauf, einen Teller auf den Mixbehälter stellen und darauf 150 Gramm Champignons abwiegen. So, auf die Champignons verzichten wir, weil ich nicht so der Champignon- oder der Pilzeesser bin. Ja, putzen und große halbieren und Viertel und bereit beiseite stellen. Das haben wir ja alles nicht. Einen Teller auf den Mixbehälter stellen und darauf 100 Gramm Cocktailtomaten abwiegen. Die haben wir ja hier schon gemacht. Die Cocktailtomaten. Die Cocktailtomaten waschen, trocknen, tupfen, halbieren und in den Mixbehälter geben. Das machen wir dann erstmal wieder auf. Puh. Geben die einfach mit rein. So, 400 Gramm warme Hühnerbrühe dazugeben. Die haben wir auch vorher schon zubereitet. Aufpassen, der Topf ist ein bisschen warm. Kippen jetzt auch erstmal da rein. Achtung. Und 500 Gramm passierte Tomaten dazugeben. Haben wir auch schon hier abgewogen. Ein bisschen auskratzen beim Spachtel. Thank you.
So, 200 Gramm Zimmerwarme Sahne dazugeben. Wie ihr seht, haben wir die auch schon hier. Alles eigentlich alles ein Mischmasch gerade. So, ein Teelöffel Tomatenmark, ein Teelöffel Salz, ein Viertel Teelöffel Pfeffer und ein Viertel Teelöffel Zucker dazugeben. Haben wir ja auch schon gemacht. Tomaten und Salz, Pfeffer und den Zucker. Den Messbecher in den Deckel einsetzen. So, jetzt müssen wir den Messbecher wieder reinsetzen. Eben haben wir den rausgenommen, weil wir am Anbraten waren. Dämpfer entweichen können. Stecken wir den drauf. Und jetzt das Ganze 10 Minuten auf Stufe 2 erhitzt er bis 100 Grad. So, die letzten 5 Sekunden. Dann sind wir mal gespannt. Ding, 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 fertig. So. 350 Gramm Penne in den Mixbehälter geben und mit dem Spachtel unterrühren. Machen wir mal auf. Vorsicht. Könnte heiß sein. Ui. Dampf, Dampf. Mal gucken, wie das aussieht. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ne? So, die Penne. Ich dachte eigentlich, die werden hier in dem Korb gemacht, die werden einfach nur untergerührt. Gucken wir wieder mal mit rein. Rühren mal ein wenig. Die vorbereiteten Champignons dazugeben und mit dem Spachtel vorsichtig unterheben. Gut, die haben wir ja nicht. Machen ja ohne Champignons. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Dann ja, die gute Champignons waren wir gerade. Den Messbecher aus dem Deckel entfernen, den Kocheinsatz als Spritzschutz auf den Mixbehälter setzen. Entfernen wir. Ah, okay. Machen wir den zu und setzen den Korb praktisch. Ich dachte, da hatten wir die Nudeln machen, einfach hier oben drauf als Spritzschutz. Die Zeiteinstellung im folgenden Schritt entsprechende Garzeitangaben auf der Nudelverpackung plus 2 Minuten vornehmen. Also auf der Nudelverpackung steht 9 bis 10 Minuten. Also plus 2 sind wir bei 12 Minuten, das passt. So, die 12 Minuten sind jetzt auch um. Der fleißige Beobachter unter euch hat bestimmt festgestellt, dass ich vergessen habe, beim Zwiebelanbraten das Hähnchenbrustfilet mit reinzutun. Das habe ich jetzt gerade noch schnell in der Pfanne angebraten und habe das noch mit in den Mixbehälter gekippt. Das zum Thema Männer können kochen, selbst wie an der Küchenmaschine. So, wir gucken mal. Spritzfest, oh ja, seht ihr? Es wird auch immer so ein bisschen rötlich. Wenn man was mit Tomaten so macht, kriegt man nicht mehr ganz sauber, ist aber auch egal, verfärbt sich nur. Dann gucken wir mal, ob die Nudeln durch sind. Ui, dampft. Ich hole meine Nudeln raus. Mal kosten. Oh ja. Quasi bissfest. Aber genauso wollen wir es hier haben. So. So, prüfen, ob die Nudeln gar sind und die Flüssigkeit ausreichend verkocht ist. Falls nicht, den nächsten Schritt ausführen, ansonsten überspringen. So, die ist wunderbar. Lassen wir so. Vor dem Servieren noch einmal mit Salz und Pfeffer abschmecken, mit dem Spachtel vorsichtig durchrühren, in tiefen Tellern anrichten und mit Parmesan bestreuen servieren. So, wir müssen nichts nachwürsten. Nachwürzen, denn war gerade ein bisschen Soße mit einer Nudel. Und somit guten Appetit. Dann gucken wir mal schön. Gut, die Nudeln sind ein bisschen auseinandergegangen jetzt.
Nur sieht eher aus wie so ein Brei. Aber sieht gar nicht so schlecht aus. Bisschen Parmesan drüber. So, also fertig.